Ja, schönen guten Tag. Big to B ist wieder da vom Shisha Warentest Team. Olli dreht gerade die Kohlen um. Aber Gerade die Kohlen, ja. du darfst auch mal Hallo sagen. Grüß euch. Gleich kommt er ins Bild. Wie Genau. ihr sehen könnt, wir haben hier 4 MPS aufgebaut und das machen wir ja nicht umsonst, denn ich habe Verstärkung mitgebracht. Ganz außen der Woodman kennt ihr ja schon von Servus, anderen Jungs. Reviews. Und auch neu dabei der Dominik. Der ist aber öfters auch schon dabei gewesen bei den Livestreams. Kennst du bestimmt auch. Ansonsten schaut mal die älteren Folgen an, da haben wir ihn auch schon dabei. Und deswegen haben wir auch 4 MPS aufgebaut und zwar, ich sei's, Olli. Wie? Wir haben hier die Chrome Carbon Weiß, die Black Spider, die Blue Ocean Art und die Marble in Rot. Und 4 Köpfe haben wir am Start und 4 Five Pipe Sorten, die Chrome wir jetzt Carbon hier Weiß. reviewen. Moment, Leute, aber eins muss ich euch zeigen, wo ich mich gerade hier rumhantieren muss, Leute. Das müsst ihr sehen. Bei so vielen Kohlen, das ist unglaublich. Was das für eine Hitze abstrahlt hier. Ja, also, gibt's nochmal die OVPs, Olli, wo ist deine OVP? Die müsste auf der Shisha-Note liegen von mir. Olli, Martin, wo ist denn die OVP Die liegt da von? oben drin. Gib mal. Da liegt sie doch. Nein, du Depp. Die, ja. Genau, wir rauchen heute nämlich 4 verschiedene Five-Pipe-Sorten, alle Also 9 Sorten. ich persönlich, euer Shisha-Olli, der raucht heute Mojito. Mojito. Dann der Dominik kriegt heute den Long Island Iced Tea von Five Pipes. Alias Cola Fläschli. Unser Woody, der harte Bur, der war 10 Bier trinkt, 8 Bier in 10 Minuten, der kriegt heute Apple Boy, der Frankfurter Apple Boy. Und der Benny, der steht ja so auf Blaubeere. Wir schätzen mal, dass Blaubeere drin ist, wir wissen es leider nicht. Den Blubberhaus Mix, weil er so blau aussieht. Ja, und ja, wir werden jetzt mal die OVPs, haben wir ja schon gezeigt, und jetzt werden wir den Tabak einfach mal in die Köpfe geben. Wir rauchen heute mit zweimal Saphir Funnel, einmal Saphir Number 5 und einmal SK Da Vinci. Ja, und wir werden jetzt den Tabak in den Kopf geben. Das macht Oh. jeder für sich. Oh. Und dann werden wir eine kleine Geruchsprobe machen. Wow. Das ist doch schon Tabak. Ich hab schon mal Tabak. Bei mir kommt Schon der Tabak. Eukalyptus raus, ey. Schon Tabak. Wow. Ja, leck mir mal. Vielleicht schmeckt es. Ja, wir freuen uns wie Kinder, Leute. Alle packen jetzt Es Tabak ist aus. Es ist wie Weihnachten Geschenke auspacken, ja? Genau. Liebe Grüße gehen an den Cäsar, ans Kolonial Hockenheim. Genau, von dem haben wir den Der Tabak. fertige Hund hat es mal wieder geschafft, uns Tabak zur Verfügung zu Aber der stellen. riecht echt gut. Und ja, das haben wir jetzt hier für dich extra ein Spezialreview, weil du hast ja dir gewünscht, dass wir ein Spezialreview für dich machen. Und siehe da, wir tun es natürlich auch. Hätten wir sechs Ja. Pfeifen, würden wir alle 6 Sorten nehmen, aber wir sagen es gleich von vornherein, den Spooky Halloween, Martin, da ist dein Kopf. da die Zeit Hau mal da vorbei mal ist, testen wir den auch nicht. Und wen haben wir jetzt noch, wo wir Wir noch testen? haben 2 Sorten noch nicht getestet, und zwar Das Spooky Caribbean Halloween? Sunset und Genau. Spooky Halloween. Wenn Die wir einfach. zwei haben Geht ja wir, leider nicht zu. testen wir nicht. 6 Pfeifen haben wir dann doch nicht da. Aber mit 4 müsste es eigentlich auch reichen, ein anständiges Review hinzubekommen. Jetzt haben wir aber gar nicht gewogen, wie viel der wirklich in einem drin hat. Aber ich schätze mal, das müssten so Muss 10 ich Gramm verteilen, sein. gell? Ja, einfach klein machen. Was meinst du, Olli? Was schätzen, wie viel Gramm drin war? Das haben wir ja gewogen. Ja, Gramm waren es nicht viel. Also Aber ich schätze mal, es sind die 10 Gramm. knappe 10 Gramm werden wir ungefähr hinbekommen Aber es haben. reicht, wie ich sehe, hier für den Einlochkopf reicht das hervorragend. Ja, passt schon. Ja, und wir legen gleich direkt los. Die Kohlen sind auch schon fast durchgeglüht. Die Köpfe sind auch schon am Füllen. Luftig oder Neipressen? Luftig, Nein, Neipresser natürlich, nur Presser ist Luftig, luftig, Weltwage. tralalala. Okay. Okay, passt, sieht gut Gut. aus. Wenn du Tuch willst zum Hände abputzen, bitte Ja, schön. genau, perfekt. Und den Dann machst du kannst du gleich nicht mal den mit Kopf mir geben. Dann tue ich dir Hier, schmeiß mal die aus. Lochung. Ja, Woodman, wie schaut's bei dir aus? Gleich soweit? Besser, Sehr gut. Ja. Deiner riecht sehr interessant, Dominik. Sehr Der Eistee. Passt du so, oder? Ja. Jo. Die Löcher müssen frei bleiben beim Number 5 vom Saphir. Passt. Lass mal deinen riechen. Oh, Apple Boy. Riecht sehr interessant. Ich bin ja gespannt, wie er schmeckt. Ja, wir werden jetzt erst uns mal, jeder wird sich seiner Pfeife widmen und dort etwas herausschmecken. Und dann werden wir die Schläuche abgeben und dann wird allgemein rumprobiert. Und dann entscheiden wir, wer der klare Sieger ist von den 4 Sorten. So, hier, da haben wir Woodman sein
Köpfle. Köpfle. Jetzt muss ich erstmal meinen Schlauch rausholen. Vier Windschutz haben wir leider nicht da. Zwei Stück müssten wir da haben, das müsste reichen. Ja, hier ist der zweite Rolli, den kannst du auch gleich mal her tun. Was tut da? Achso. Jetzt machen wir mit dem Gaskranke. So, Olli der Cola-Mann darf gleich mal loslegen. Und den zweiten Windschutz, den kann ich auch gleich mal parat tun. Jetzt muss ich gleich mal wieder hier die Livestream-Kamera gucken, dass sie dann runterjagt. Genau. Ja, Leute, gleich geht's los. Fenster muss zu. Ja, Fenster machen wir dann schon. So, wir warten aufs Fresschen. Da muss wahrscheinlich da halt Kameras noch was sehen. So, ich bin schon bereit. Ich leg los mit meinem Blubberhaus-Mix. Ja, 12 Kohlen sind am Start. 12, nein. Könnt ihr euch ja vorstellen, was das in einem 2-3 Quadratmeter Raum an Hitze hergibt? Und vor allem an Sauerstoff verbraucht. Da wurde mit Lachen, du darfst es auch anziehen. Weil hier ist die Kamera, falls du was erzählen willst, gell? Bis jetzt so gelebt. Halbe Stunde später und Olli legt immer noch Kohlen drauf. Fenster werden wir dann natürlich irgendwann mal schließen, um mal einen Qualmtest zu machen. Jetzt hat er genau seine Kohlen vergessen drauf zu jagen, oder? Geht's, Olli? Jein. Mal danke für die Nachfrage. Helfen wir eh so für unter Niveau gewesen. Richtig. So. So, Olli ist jetzt auch eh nicht dabei. Oh, da schmilzt das Zeug gleich. Are you ready? Jetzt so, müssen wir die Kamera noch ein bisschen drehen, dass der Woody zumindest noch im Bild ist, halbwegs. Ja, Woody sieht man gut. Dass ihr die vier Köpfe sehen. Ja, wir haben übrigens noch einen Livestream, währenddessen nicht, dass er denkt, zu wem redet der Olli denn gerade. Wir haben hier drüben noch eine Kamera, die ist für den Livestream auf shishaforever.de da, der immer Montag um 20.30 Uhr stattfindet, meistens, sagen wir es mal so. Ja, und dann fangen wir mal an, die Tabaksorten anzurauchen. Aber zwischendrin... Ja, trinken geht immer. Woodman. Das Ding schmeckt nicht. Einmal von mir. Klappt's bei dir, ja? Na ja, ich hab's gar nicht mehr hingelacht, weil ich gesagt, es schmeckt bloß nach Rauch. So, jetzt könnt ihr euch auch so ein Fanta oder Eistee. Ja gut, Fanta habe ich nicht mehr viel da. Wir sind alle Bambucha. Nur die kleine aus. Du bist der gute, der geborene. Ich glaube, das soll nicht aushalten, nur rupst seine Kekse nicht. Stefan, servus, ich hoffe, du guckst zu. Hörst du ja, was der Ludi hier von dir sagt? Also, kannst du ja da noch einen Schluck nehmen, ein bisschen was. Ich nehme Long Eistee. Okay. Ja. Long Ice, das passt ja eigentlich, da kannst du deinen Geschmack vergleichen. Mit Eistee? Ja, mit Eistee. Ich hätte noch ein paar Eiswürfel, zumindest ein Blech, wer hier will. Ja, ja, kalt ist immer gut. Im Jägermeister Kühler. Ja, wie bitte keine Woody, weil Eistee ist so schnell verwässert. Wie schaut's aus mit Anrauchen? Hat jemand schon einen Geschmack da? Also bei mir überwiegt beim Mojito wirklich dieser Eukalyptus, der wo in die Nase steigt beim... Ja. Riechen, der überwiegt. Wir machen es jetzt folgendermaßen, weil bei vier Leuten wird es schwer, jeden mal ganz schnell dran zu lassen. Wir fangen ganz links an, aber erstmal wird noch ein bisschen angeraucht, so eine Minute müsst ihr so Zeit geben. Apfelwein. Ja. Ja Leute, sorry, aber ich komme ab und zu auch mal in die Cam rein, dass ihr mich auch mal seht. Weil leider ist der Raum doch ein bisschen zu eng. Aber es reicht gerade so für vier Leute. Ja gut, es passen schon mehr Leute rein. Bloß die Kamera kann man nicht so weit wegjustieren, damit man einen gewissen Winkel reinkriegen. Ist ja jetzt beim Review einfacher im Eck oben. So. Also, Olli, bist du soweit? Kannst du schon was von dir geben? Kannst du ja selber mal probieren. Also wie gesagt... Nee, also mach jetzt mal sein, ja. Also, fang mal du an. Ich spüre was Süßes raus wie Zucker. Also, was man wahrscheinlich beim Mojito auch kennt, dieser fürchterliche Zuckergeschmack vom. Ich glaube, da ist ja dieser Candies drin oder so, dieser braune. Kann das sein? Nee, das ist beim. Auf jeden Fall schmeckt das süß, aber nicht nach Frucht. Halperinja. Er schmeckt auf jeden Fall süß, aber nicht nach einer Frucht und überwiegend wirklich nach Eukalyptus. Also, es ist keine normale Minze, es ist wirklich dieser Eukalyptus-Geschmack. Das ist so eine leichte Süße nur dabei, oder? Genau, aber die Nase ist frei danach. Brutal.
Also hammergeiler Geschmack, schmeckt mir richtig gut. Ja, Martin, jetzt kommen wir zu dir. Zieh mal gescheit rein und dann gib uns mal ein Statement. Na, was schmeckt da? Er hat übrigens den Apple-Woy nochmal. Der schmeckt nach Apfelwein, schmeckt der. Also stärker nach Apfel, oder? Ja, und schmeckt sehr gut. Okay, da haben wir schon mal, also eindeutig nach Apfelwein, oder? Du denkst mal, du trinkst ja am Abend eh immer Flasche Apfelwein. So, jetzt kommen wir mal zum Dominik. Der darf auch noch ein, zwei Züge machen und dann ein Statement abgeben. Okay. Ich kann zum Apfelwein auch noch was sagen. Beim Kolonial durfte ich den rauchen. Den brauche ich nachher nämlich nicht testen. Ich finde, das ist nur ein leicht säuerlicher Abgang, wie man es halt vom Wein kennt. Der schmeckt mir auf jeden Fall und der schmeckt wirklich pur nach Apfelwein. So, Dominik. Ich weiß, ich bin zu kein Long Island Ice Tea Trinker, aber ich schmeck da gar nichts. Kratzte mal es. Okay. Aber seht ihr, Leute, die Wahrheit. Okay, dann überspringen wir mal Dominik, weil wir werden das ja auch noch testen. Die anderen werden es auch noch probieren. Ich bei meinem Blubberhaus-Mix bin auch noch ziemlich unentschlossen, muss ich sagen. Da schmeckt es eher, ja. Also der Tabak schmeckt sehr undefinierbar eigentlich, muss ich sagen. Also da muss der Olli mir auch noch auf die Sprünge helfen beim Blubberhaus-Mix. Sieh mal ganz kurz, sag mal, ob der zu stark ist, weil dann schiebe ich die Kohlen ein bisschen. Zu stark. Ist jetzt stark, also schieben wir es ein bisschen auf Seite, dann kannst du auch normal rauchen, hoffentlich. Ein Wunder, dass du eine Kuhstatt hast. Nö, das geht schon, aber ich schmecke halt bloß, da hast du nichts raus. Ja, das ist normal. Kein Wunder, es schmeckt ziemlich stark gerade bei Dominik. Es müsste aber irgendwann nachlassen. Mal kurz, wir tun jetzt bei dir, heb mal die Kugel raus, dann kannst du ab und zu mal komplett den Rauch rausblasen. Okay. Einfach reinblasen, Rauch raus, dann wird es auch angenehmer. Also mein Blubberhaus-Mix, ich komme nicht auf den Geschmack. Mach doch ein bisschen Durchzug jetzt. Ich komme nicht auf den Geschmack beim Blubberhaus-Mix. Moment, das machen wir nachher, warte noch. Jetzt blas einmal rein bis hier hinten, der ganze Rauch mal raus ist, genau, oder da. Und jetzt zieh ich wieder. Das machst du halt ab und zu, wenn es zu stark ist, blas halt wieder einmal alles raus. Olli, du musst jetzt mal meinen Blubberhaus-Mix probieren, weil ich komme nicht auf den Geschmack. Ich will Eukalyptus. Ich will meine Eukalyptus, genau. Bisschen Kabelwirrwarr, sag ich jetzt mal. Oder Schläuchewirrwarr. Den legen wir da drüber. Bisschen andere Baustelle. Den legen wir da drüber. Das ist ja heftig. Hammer. Also ich finde den saugeil. Mir schmeckt der gut. Ah, der schmeckt echt frisch. Also der schmeckt sehr frisch. Boah, verblühen wir. Da, den muss mal. Der ist heftig, hey. Voller Eukalyptus, das ist richtig geil. Der ist brutal, gell? Der ist gut, ja. Also Geschmack ist Hammer. Also den haben sie wirklich sehr gut getroffen. Der Mojito schmeckt wirklich genauso wie das Getränk Mojito. Also richtig, richtig erfrischend. Besser. Also Dominik, kommt es bei dir besser, ja? Also bei dir schmeckt so eine Art Bubblegum raus. Ja, was richtig derb Süßes. Aber nicht dieses Blaubeer, was wir jetzt gemeint haben halt vorher. Weil wir haben ja nicht geguckt, was drin ist. Eine ganz süße Martin, Frucht. Wir machen mal einen Tausch, jetzt gibst du mal deinen Appleboy. Mach mal das Fenster zu, Olli. Jetzt machen wir mal Fenster zu, um mal den Raum hier einzuquarzen. Jetzt machen wir mal Appleboy. Probieren wir mal den Appleboy. Der ist brutal, gell? Deswegen wollte ich den Mojito, weil der schon so intensiv kochen hat aus der geschlossenen Verpackung. Also der Appleboy schmeckt sehr, sehr frisch und auch sehr erfrischend, muss ich sagen. Und süßlich. Aber deiner doch, schmeckt nach Apfelwein, doch. Wie gesagt, die Frucht kann ich nicht definieren, aber sehr süß deiner. Schmeckt sehr süßlich auch, ja. Der Apfel kommt sehr süß rüber, muss ich sagen, beim Appleboy. Und dann noch so ein leichter Säuerlicher Abgang. Ja. Genau, so wie ich es im Kolonial auch gehabt habe. Bevor ihn der Caesar tot geraucht hat halt. Gruß an Caesar, servus. Ja, Martin, aber haben wir. Dinosaurier haben wir. Haben wir einen guten Bruder. Oh, der vom Olli, so, wie schaut es bei dir aus, Dominik? Das ist am heftig schon, Olli. Lass mal probieren. Ja, im Abgang kommt es schon. Rüber ist aber immer noch stark. Immer noch stark bei dir. Du kannst ja mal den Blubberhaus mit probieren. Ups. Also Leute, wenn ihr Schnupfen oder so habt, Mojito, kauft's euch. Super, Hammer. Steck ihn rein.
wir haben übrigens, wie gesagt, schon mit dem Saphir Number 5, mit zweimal Saphir Funnel und einmal SK Kopf Da Vinci. Ja, also der Tabak vom Dominik, also der Long Island Iced Tea, schmeckt schon leicht nach so Pfirsich, muss ich sagen. Was letztens hat ja einer geschrieben, jetzt haben sie doch glatt 3 MPS im Schramm des Rauches. Ja, aber ihr seht es nicht richtig, nicht 4, sondern Leute, wir haben hier nochmal eine. Wir haben jetzt insgesamt sogar 5 aktuell noch hier drin. Wir sind einfach krank, wir wissen es. Das ist die Black Spider Green Black, oder was ist das? Green Black Spider Special Edition, sage ich dazu. Weil die hat roten Touch, grünen Touch und das weiße eben, ne? Leider, was wir dazu sagen müssen, ist, die sieht unten am geilsten aus. Unten, ich weiß nicht, ob man das Livestream sieht, das sieht die am geilsten aus. Seitlich leider sehr dezent gehalten. Zeige ich in die Kamera auch noch geschwind rein. Seitlich, wie gesagt, halt, wäre halt die typische Black Spider Variation, wie wir sie hier unten haben. Bevorzugt, hat natürlich schönere Farben, aber unten sieht die halt wirklich leider besser aus, aber das sieht man. Also, jetzt kommen wir mal zu den Geschmäckern selber. Wie schon gesagt, Appleboy schmeckt sehr süßliche Apfel, aber noch mit so einem leichten säuerlichen Touch hinterher. Das heißt also, haben sie gut getroffen, den Apfelwein, muss man sagen. Blubberhaus Mix schmeckt nach, wie der Olli schon gesagt hat, leicht Bubblegum. Den hat der Dominik gerade zum Probieren. Also er hat so einen leichten Kaugummi-Geschmack. Und kommt aber auch sehr lecker rüber, so eher süßlich, gell? Sehr gut, ja. Ja. Dann beim Martin, der Woodman, hat ja den Appleboy. Habe ich ja ihm gerade auch schon gesagt, schmeckt sehr nach Apfelwein. Und Cuban Mojito. Der Mojito schmeckt sehr, sehr intensiv nach Limette zum Beispiel, also sehr säuerlich und sehr erfrischend noch, also so Eukalyptus. Genau, das ist kein Minz, das ist wirklich der Eukalyptus, das schmeckt man wirklich. Also schmeckt sehr, sehr intensiv. Gewinner würde ich auf jeden Fall sagen, Cuban Mojito ist auf jeden Fall der, der am intensivsten schmeckt. Am zweiten Platz ist der Appleboy, dann kommt meiner, der Blubberhaus Mix und leider abgeschlagen der Long Island Iced Tea, weil der leider den Geschmack nicht sehr gut entfalten kann. Ja, aber wie man schon gesehen hat, sehr, sehr viel Qualm hier und sehr viele verschiedene Geschmäcker. Also Five Pipe Sorten sind wirklich sehr gelungen, kann ich euch nur empfehlen. Jetzt ist es besser. Noch besser. Ich sag, wir haben jetzt das Fenster mal wieder aufgemacht, aber nicht wegen dem Rauch, sondern eher wegen dem Sauerstoff, weil die Kohlen natürlich sehr viel Sauerstoff verbrauchen. Wisst ihr, Feuer verbraucht Sauerstoff und bei 12 Kohlen. Ja, die neuen Five Pipe Sorten sind auf jeden Fall zu empfehlen. Für jeden Geschmack ist was dabei. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Probiert mal die Sorten. Wir sagen auch nochmal Danke an Cesar vom Kolonial in Hockenheim, der uns den Tabak zur Verfügung gestellt hat. Und natürlich an Blubberhaus, der das Ganze auch in die Wege geleitet hat. Und der auch der Hauptimporteur von den ganzen MPS hier ist. Und ja, ich würde sagen, wir vier rauchen jetzt noch gescheit zum Abschied in die Kamera rein und sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Bis zum nächsten Moment, Mal wieder. Moment. Weißt du zufällig schon was mit Veröffentlichung? Gibt es die schon zum Kaufen jetzt? Was? Die Sorten? Ja. Die Sorten müssten eigentlich schon im Shop erhältlich sein bei blubberhaus.de. Bin sicher, weil ich glaube, dass sie das erst am 10. vorstellen wollen, eigentlich regulär. Ja, kann auch sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also wir wissen es leider nicht, kann sein. Ja, wie gesagt, ich war beim Cesar leider nicht persönlich. Es kann sein, dass bei der Weihnachtsfeier bei Blubberhaus am 10.12. die Sorten erst offiziell rauskommen. Ansonsten schaut es einfach mal, vielleicht gibt es ja auch schon im Shop. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ihr könnt euch freuen, die Sorten sind wirklich gut. Kann ich euch nur ans Herz legen. Kauft euch Five Pipes. Schmeckt sehr lecker. Martin, bei dir müsste, glaube ich, irgendwo eine Five Pipes OVP noch sein. Die ganz oben. Oder? Nee, wegen der Steuersiegel und so weiter. Müsste. Ah ja, da oben. Ganz oben. Ganz oben. Komplett ganz oben. Ja, da. Die da, ja, genau. Da haben wir nämlich eine Originale noch. 75 Gramm kosten 7,50 Euro. Was ihr auch wisst, wie die Preise so liegen.
Ja, und dann haben wir alles genannt. Ich würde sagen, zum Abschied qualmen wir nochmal gescheit rein und sagen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Review wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao, euer Shisha Forever Team. Servus und los geht's. Klappt's?